Die Welt geht in den Filmen immer so schön mit Stil unter. Immer mit so einem coolen Spruch. The Doomsday Machine. Detonate the Reality Bomb! Oder ganz ruhig. I am become Death, the Destroyer of Worlds. Moment, das war nicht aus einem Film, sondern aus einem Interview mit Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe. Zerstörer der Welten. Ein fröhliches Kraboom, Freunde des gepflegten Arsenals. Ich bin Ella und da mir jemand wieder vorhin den letzten Kaffee weggetrunken hat, bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich mir kurz überlegt, wie viele Massenvernichtungswaffen gibt es eigentlich auf der Welt und ob ich da nicht so auch mal an eine rankommen könnte? Das 20. Jahrhundert und besonders der Kalte Krieg haben ja einige sehr schöne Sachen hervorgebracht. E-Gitarren zum Beispiel oder den Computer. Aber die gewaltigsten Fortschritte gab es auf dem Gebiet der Waffen. Massenvernichtungswaffen. Der Begriff kam das erste Mal 1937 auf. Der Erzbischof von Canterbury erfand ihn, um zu beschreiben, was in Guernica geschehen war. Die spanische Stadt war bei einem deutschen Luftangriff eingeäschert worden. Hitler hatte diesen angeordnet, um seinem spanischen Diktatorkumpel Franco zu helfen. In Guernica gab es nämlich noch Widerstand gegen Franco. Zum Einsatz kam dabei eine Brandbombe namens Elektron, entwickelt im Ersten Weltkrieg, aber nie eingesetzt. Dachten sich die Nazis, als sie den Laden übernahmen, natürlich, hallo mein schönes Stück, nicht wollen wir da auch mal testen. Als Massenvernichtungswaffe nach unserem Verständnis zählt sie aber nicht. Auch keine andere der im Zweiten Weltkrieg verwendeten Brandbomben. Dafür ist sie doch zu schwach. Eine Massenvernichtungswaffe hat das Potenzial, ohne weitere Hilfe Tausende zu töten. Ganz automatisch zählen daher biologische Waffen auch dazu. Biologische Kriegsführung haben wir Menschen wohl schon in prähistorischen Zeiten beherrscht. Wasserquellen vergiften beispielsweise. Oder als es dann schon Städte mit Stadtmauern gab, das Schleudern von Kadavern über dieselben, um so den Tod in die Stadt zu bringen. Massenvernichtungswaffen sind das im Grunde nicht, außer es funktioniert besser als gedacht. In der Geschichtswissenschaft gibt es die Theorie, dass so die Pestepidemie im Mittelalter ihren Anfang nahm. 1347 wurde die Stadt Kaffa an der Krim belagert. Die Belagerer warfen in guter alter Tradition ihre eigenen Leute, die an der Pest gestorben waren, über die Mauer. Die Belagerten aber flohen übers Meer, denn Kaffa war eine Hafenstadt, und nahmen die Krankheit mit. Am Ende der Pestwelle hatte Europa dann über 2/3 seiner Bevölkerung verloren. Wir sehen schon das klitzekleine Problem. Krankheitserreger, anders als Soldaten, kennen keinen Zapfenstreich. Sie machen einfach weiter. Dennoch war die Idee immer verlockend, sie zum Kriegshandwerk arbeiten zu lassen. Lange Zeit wusste man nicht wirklich, wie sich Krankheiten verbreiten, weswegen auch die Versuche selten erfolgreich waren. Vom 20. Jahrhundert an aber war das Wissen da. Intensiv erforscht wurden 12 Biological Agents, das sogenannte dreckige Dutzend. Darunter die gute alte Pest, Anthrax, aber auch Botulingifte. Letztere lassen sich manche Leute spritzen, wenn sie keine Falten im Gesicht haben wollen. Botox heißt das dann. 1969 beschränkte Präsident Nixon die Forschung auf Verteidigungszwecke. Und in den 70ern wurden in den USA alle existierenden biologischen Waffen vernichtet. Wir wissen aber, dass es in den 90ern diktatorisch geführte Staaten wie den Irak gab, in denen biologische Gifte produziert wurden. Dass diese Waffen Bäber sind und sie niemand einsetzen sollte, darauf hatte man sich übrigens schon 1925 in den Genfer Protokollen geeinigt, als man gesehen hatte, was allein chemische Waffen im Ersten Weltkrieg angerichtet haben. Schon davor sah die Haager Landkriegsverordnung von 1899 vor, dass Gifte oder giftige Substanzen nichts im Krieg verloren haben. Verwendet wurden sie aber weiterhin. Im Ersten Weltkrieg wurde von Anfang an von allen Parteien Giftgas eingesetzt. Anfangs nur mit begrenzter Wirkung. Am 22. April 1915 ist es dann soweit. Die erste Massenvernichtungswaffe. Chlorgas. Schon ein ganz kleiner Kanister kann einen ganzen Schützengraben vergiften. Verwendet wurde er von deutschen Truppen gegen französische Einheiten im belgischen Ypern. Nicht, dass das zum Kriegsentscheid groß beigetragen hätte. Der nächste Entwicklungsschritt waren dann Nervengase. An denen forschte man auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Mit solchen Waffen, kleinskaliert, dass sie eben nicht als Massenvernichtungswaffe gelten, belieferten die Machtblöcke im Kalten Krieg befreundete Staaten. Sarin kam zum Beispiel im Irak-Iran-Krieg zum Einsatz und aktuell im syrischen Bürgerkrieg. Eine andere Erfindung? Entlaubungsmittel wie Agent Orange.
sehr beliebt im Vietnamkrieg und auch hier gegen Ende von allen Parteien verwendet. Da das Zeug primär den Dschungel entlaubt, um klares Sichtfeld bei Angriffen zu schaffen, gilt das auch nicht wirklich als Massenvernichtungswaffe. Aber da es so ganz nebenbei auch die Lungen von jedem Menschen angreift, der der Entlaubungsaktion zu nahe kommt und noch jahrzehntelang für Kummer sorgt, ließe sich darüber streiten, ob wir ihm den Titel nicht ehrenhalber verleihen wollen. Unumstritten massenvernichtend sind dann halt doch nur die Atomwaffen. Schon die erste, Little Boy, hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen TNT. Sie wurde über Hiroshima abgeworfen. Was nicht mehr als knapp 2 Kilometer von der Einschlagstelle entfernt war, war sofort weggeblasen. Der ausgelöste Feuersturm erfasste Gebiete bis 3 Kilometer vom Einschlag entfernt. Und dann ist da natürlich noch die Strahlung. Little Boy ist natürlich nur ein Witz gegenüber dem, was wir in den folgenden Jahrzehnten entwickeln konnten. Zwischen USA und UdSSR ergab sich ein jahrzehntelanger nuklearer Schwanzvergleich. Wer hat mehr? Wer hat die größere Bombe? Wer hat die mit der meisten Sprengkraft? Den größten Explosionskörper bauten dann die Russen mit der Zar-Bombe. 50 Megatonnen TNT. Nicht vergessen, bei Hiroshima waren es noch Kilotonnen. Getestet wurde das Ding 1961, 4 Kilometer über dem Boden. Die Einschlagschockwelle war so stark, dass sie den Feuerball in der Luft hielt und der fast das abwerfende Flugzeug erfasste. Getestet wurde es in menschenleerer Einöde. Trotzdem fielen in einem 55 Kilometer entfernten Dorf die Häuser um. Nun gut, Größe ist nicht alles, es kommt auch auf die Technik an. Was hilft einem so ein Riesending, wenn man es erst mit einem riesen Flugzeug zum Feind bringen muss? Interkontinentale Raketen sorgen für Abhilfe. 1957 brachten zuerst die Russen mit der R-7, dann die Amerikaner mit der Atlas-Rakete die ersten an den Start. Diese Raketen steigen senkrecht auf, erreichen knapp den Weltraum und fallen dann auf das Ziel auf einem anderen Kontinent. Seit den 70ern sind diese Raketen, sogenannte MIRVs, auch in der Lage, mehrere Sprengkörper zu transportieren und zu verteilen. China schraubt aktuell an einer noch mächtigeren Version. Es gab immer wieder Abkommen, um die Entwicklung zu zähmen, aber konsequenten Rückbau gab es erst nach dem Ende des Kalten Krieges. Komplett von seinen schönen Spielzeugen will sich aber keiner trennen, denn hey, würde ich auch nicht. Wenn man schon mal ein gottgleicher potenzieller Vernichter der Welt geworden ist, will man das doch auch bleiben, oder? Heute haben 8 Staaten ganz offiziell nukleare Waffen. Gut. Einer davon ist Nordkorea. Vielleicht ist das also auch nur so eine Pappschachtel mit einem Radioaktivzeichen drauf. 70 Länder haben chemische Waffen gebunkert und solche, die die Chemiewaffenkonvention unterzeichnet haben, wie zum Beispiel die USA oder Russland, arbeiten am Rückbau dieser Waffen. Biologische Waffen gibt es offiziell keine. Offiziell. Das Wettrüsten von Supermächten gab es irgendwie schon immer. Aber so richtig gefährlich wurde es eben erst während des Ersten Weltkriegs, wo die Büchse der Pandora in Form von chemischen Kampfstoffen wie Senfgas geöffnet wurden. Mit verheerenden Folgen für die Menschheit. Unser Schwesterkanal Der Erste Weltkrieg hat über diese Kampfstoffe und ihre Wirkung ein Special gemacht. Klickt einfach mal hier oben aufs i, um es euch anzuschauen. Wenn ihr mehr über physikalische Prozesse einer Atombombe erfahren wollt, könnt ihr ebenfalls hinter dem i auch das Video bei Simple Physics dazu finden. Was meint ihr? Werden wir es vielleicht tatsächlich mal schaffen, uns von solchen Waffen zu verabschieden? Oder bleiben wir Destroyer of Worlds? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch unser Kanal gefällt, freuen wir uns über ein Abo und so ein paar Daumen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis bald.